als bei der alten Arbeiterbewegung, wo der Internationalismus ja immer ein Desiderat war. Ein Wunsch, etwas, das zu erfüllen war und das man nie so richtig hingekriegt hat. Wie wichtige Krisensituationen wie etwa 1914 ja ganz dramatisch bewiesen haben. In der globalisierungskritischen Bewegung ist der Internationalismus Existenzbedingung. Ohne den Internationalismus gäbe es die gar nicht. Also wir haben gleichzeitig eine Entwicklung negativer, die Gesellschaftlichkeit insgesamt gefährdender Momente und eine Entwicklung positiver, neue Gesellschaftlichkeit denkender und anstrebender Bewegungen. Und ein solcher Rahmen kann natürlich auf die Vorschläge, die in alternativen Debatten gemacht werden, nicht ohne Wirkung bleiben. Deshalb ist es völlig naheliegend, dass eine Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen, und darum geht es ja heute Abend, dass eine Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen eine sein muss, nur eine sein kann, in der diese beiden unterschiedlichen Tendenzen sichtbar werden, und zwar sichtbar werden ganz jenseits dessen, ob sich die Diskutanten, ob sich die Teilnehmenden dieser Debatte, dessen jeweils im Einzelfall bewusst sind. Das heißt, wir haben es bei den verschiedenen Vorschlägen für ein bedingungsloses Grundeinkommen mit Vorschlägen zu tun, die zum Teil politisch sehr bewusst sich in bestimmte politische Strömungen und Strategien und weltweite Entwicklungen einordnen, zum Teil aber auch in Einzelheiten, in bestimmten Aspekten Widersprüchlichkeiten enthalten, die erst beim genauen Hinschauen und in der intensiveren und tieferen Debatte überhaupt sichtbar werden. Deshalb ist die Aufteilung, die ich jetzt machen werde, ein ganz klein wenig willkürlich und eher dem Versuch der diskursiven Darstellung geschuldet. Man darf sie nicht in jedem Punkt wortwörtlich nehmen. Wir haben grundsätzlich Grundeinkommensmodelle, die die beiden eben von mir gezeichneten Linien widerspiegeln. Wir haben Grundeinkommensmodelle, die im Prinzip versuchen, alte Formen der Gesellschaftlichkeit fortzuschreiben und dabei nur so viel wie unbedingt nötig an einzelnen Detailstrukturen zu verändern. Und wir haben andererseits Grundeinkommensmodelle, die sich bewusst als Teil einer Gegenbewegung hin zu einer anderen Gesellschaftlichkeit verstehen. Aber in vielen dieser Modelle, in vielen dieser Denkansätze sind Elemente des je anderen vorhanden. Ich mache an der Stelle einen allerletzten Ausflug in ein anderes Thema und komme in einen anderen Aspekt des Themas, so besser gesagt, und komme dann auf die konkreten Modelle zu sprechen. Ich hatte am Anfang versucht, den Bogen zur systemischen Krise des Kapitalismus zu schlagen. Und im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit als freiberuflicher Referent, also als Mensch, der rumfährt und solche Vorträge hält, rede ich auch öfters über die Krise und über die Sozialsysteme. Und rede darüber, dass es ein Problem ist, dass in den Sozialsystemen immer mehr Privatisierungstendenzen stattfinden und die Menschen mit ihrer sozialen Sicherung auf dem Markt allein gelassen werden. Und muss als Mensch, meine Erwerbsbiografie wurde ja vorgestellt, als Mensch, der weit mehr als ein Jahrzehnt als Hausmann gar kein eigenes Einkommen hatte und Kinder großgezogen hat, der lange Zeit erwerbslos war und der meistens nur schlecht bezahlte, prekäre Jobs gehabt hat, wenn überhaupt, habe ich keine ernsthafte Sozialrente zu erwarten, muss also einen Teil meiner eigenen Alterssicherung mit dem Ansparen von Geld organisieren. Ich fahre rum und halte Vorträge gegen die Privatisierung der Rente und organisiere meine Alterssicherung teilweise auf den Finanzmärkten. Diese Widersprüchlichkeit ist keine zufällige in meiner Person, sondern ist eine, die unser politisches Denken und unsere Modelle und unsere Überlegungen auch beim Grundeinkommen immer wieder beeinflussen und prägen. Wenn ich jetzt Modelle unterscheide, dann darf das nicht so verstanden werden, als wenn in jedem Fall dort schwarz und weiß tatsächlich sauber geschieden wären, sondern in vielen Fällen gibt es Übergänge und Widersprüchlichkeiten. Trotzdem
bleibt es dabei, dass insgesamt diese beiden großen Linien, die ich gezeichnet habe, sich zeigen. Wir haben eine Situation, in der auf der äußersten marktliberalen Seite es eine Diskussion, eine entwickelte Diskussion um Modelle eines Grundeinkommens gibt, die sich selbst Grundeinkommen oder Bürgergeldmodelle nennen. Wir würden die nicht so bezeichnen, aber die nennen sich so. Deren erklärtes Ziel darin besteht, die bestehenden Verhältnisse trotz ihrer unübersehbaren Krise, trotz ihrer unübersehbaren Unfähigkeit für Vergesellschaftung herzustellen, fortzuschreiben. Niemand hat das in besserer Weise auf den Punkt gebracht als Thomas Straubhaar, Leiter des Weltwirtschaftsinstituts in Hamburg, der, das Zitat ist an einer anderen Stelle, das habe ich jetzt hier nicht, ich zitiere es also sinngemäß, der sagt, jawohl, das Grundeinkommen ist dazu da, dass wir diejenigen, für die wir ohnehin keine gescheite Arbeit mehr haben, keine Teilhabemöglichkeiten haben, dass wir die materiell so ruhig stellen, dass die Erfolgreichen und die Kapitalisten in Ruhe ihre Arbeit tun können. Der letzte Teil des Satzes ist wörtlich. Niemand hat es so klar ausgedrückt. Das ist die eine Tendenz, die es gibt. Und zu dieser Tendenz rechnet sich außer Straubhaar niemand bewusst und ausformuliert öffentlich, aber zu dieser Tendenz sind natürlich einige der bestehenden Grundeinkommensmodelle sehr wohl tatsächlich zu rechnen. Ehe ich auf die eingehe, stelle ich noch mal kurz heraus, was ich denke, was Mindestbedingungen wären, die ein emanzipatorisches Grundeinkommen kennzeichnen müssen. Es gibt in der internationalen Debatte um das Grundeinkommen dabei eine Diskussion um sogenannte Kriterien, wo im globalen Rahmen es eine Verständigung auf 3 Kriterien gibt, im deutschsprachigen Raum auf 4 und wir als ATTAC ein 5. vertreten. Ihr könnt das alles auch nachlesen in dem Papier unserer ATTAC AG Genug für alle, das da vorne in ausreichender Zahl ausliegt, bedingungsloses Grundeinkommen als Teil öffentlicher Daseinsvorsorge. In der internationalen Debatte, das heißt im Rahmen des Basic Income Earth Network, das seit inzwischen über 20 Jahren, über 25 Jahren existiert, anfangs noch European Network hieß, jetzt Earth Network heißt, in dessen Rahmen werden 3 Kriterien diskutiert. Erstens muss ein bedingungsloses Grundeinkommen ein individuelles Recht darstellen. Also bei einem bedingungslosen Grundeinkommen muss es sich um eine Zahlung handeln, die an Individuen geleistet wird und nicht an irgendwelche Bedarfsgemeinschaften oder Ähnliches. Das hat damit zu tun, dass Individuen Träger und Trägerinnen der Menschenrechte sind und nicht Bedarfsgemeinschaften. Das sagt nichts darüber, wie die Höhe zu berechnen ist. Es gibt in diesem Rahmen Vorschläge, die Höhe zum Beispiel schon so zu berechnen, dass dort, wo man in Haushalten zusammenlebt, Synergieeffekte berechnet werden und es weniger Geld gibt, wie wenn man als Person alleine lebt, dass für Kinder weniger Geld gezahlt wird als für Erwachsene, dass für Alte weniger gezahlt wird als für Menschen im mittleren Alter. All das ist in der Debatte nicht ausgeschlossen, entscheidend aber individuelle Ansprüche. Zweitens ist dort Konsens, dass ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses Grundeinkommen nur eines wäre, wie der Name schon sagt, dass keine Bedingungen steckt. Keine Bedingungen, insbesondere in puncto Verpflichtung zur Erwerbsarbeit oder zur Verfügung stellen für den Arbeitsmarkt. Auch das sagt nichts darüber, ob da nicht Vorstellungen sind, die darauf hinauslaufen, dass es andere gesellschaftliche Regeln gibt, die die Aufnahme von Erwerbsarbeit befördern oder gar stark in die Richtung von Unausweichlichkeit treiben sollen, aber die Bindung solcher Maßnahmen zur Förderung von Erwerbsarbeit an die Gewährung des materiellen Existenzniveaus, materiellen Existenzminimums, die wird ausgeschlossen. Drittens ist dort Konsens, dass eine solche Zahlung ohne Bedürftigkeitsprüfung stattfinden soll. Auch das heißt wiederum nicht, dass jeder und jede, die das Geld gar nicht braucht, durch ein Grundeinkommen noch reicher werden soll. Selbstverständlich sind mit solchen... Mit